Und es geht schon weiter bei Let's Play Sniper Elite V2. Ich bin so Adam Simafix, das ist Hans Huber der Fünfte. Ciao, Hans Huber der Fünfte. Wie geht's Hans Huber dem Vierten? Ist er auch schon tot? Okay, ja, wir haben herausgefunden, wo Müller sich versteckt. Und den wollen wir gleich mal erledigen. Oh. Hey, der ist selber Sniper und läuft auf mich zu. Der ist auch mal ein bisschen dumm. Ja, hier kämpfen ein bisschen Russen gegen Deutsche, gegen uns. Und ja, wir müssen da irgendwie vorankommen. Das ist gar nicht mehr so leicht, aber komm, wir schaffen es schon. Hoffe ich. Lauf, 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 lauf. Wow, ey, das sieht geil aus. Da hinten. Das sieht richtig gut aus hier. Das gefällt mir. Nee, mir gefällt echt, wenn so Stimmung versucht wird, richtig gut drüber zu setzen. Umzusetzen. Drüber zu setzen. Oh, da ist eine Flasche. Nee, ich will dafür eine coole Killkammer. Schade. Dschungelsaft. Oh, da kann man draufschießen. Oh, ich will da draufschießen. PJMG. Hä, was war das? Nein! Ich bin echt blöd. Warum habe ich da ein Drahte gesetzt? Hey, man kann nicht mehr, man kann durch Drahte nicht mehr sterben, nicht eigene. Ist ja geil. Oder? Hey, man kann echt nur durch sterben, das gefällt mir. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen voran. Stellen uns hier ins Geschütz. Aber ich wollte gar keine Stolpermine aufsetzen. Die will ich behalten. Die will ich wieder haben. Okay, egal. Nehmen wir das Müller für den Boah, ich meine, das ist echt eine Festung. Aber alles dort. Dort, dort. Ziel erreicht, ja. Aber ich glaube, das war's noch nicht. Ich glaube, das wäre der leichte Teil. Finde einen Weg aufs Dach. Naja. Wie gesagt, ob das so leicht wird. Mit etwas Glück sind ja alle Gegner schon tot. Hast du gehört, was im Prenzlauer geschehen ist? Ja. Keine Überlebenden. Ich hoffe, dass unsere glorreichen Kommandanten einen Plan haben. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir noch aushalten. Oh, verdammt. Ich wollte die Echse ganz schnell weghauen, aber dann hat mein iPod rumgemacht und dann war das alles für die Katz. Ah, verdammt. Okay, dann hierbei könnte ich echt einen guten Stolperdraht aufsetzen. Hast du gehört, was im aber das bin's nicht. Nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Stolperdraht. Keine Überlebenden. Ich hoffe, dass unsere von einem Angefallen. Kommt der jetzt? Er ist hier irgendwo. Er ist hier irgendwo. Ja, ich bin hier. Komm raus, Scharfschütze. Komm raus, versteck dich nicht. Schön. Legst du dich hin? Nee. Du bist keine Granate. Du bist keine Granate. Ich mag Granaten nicht. Hä? Komm mit der. Wo sind alle hin? Da Fug? Ich sag, es ist hier ein paar Mal der Fug. Das mach ich jetzt echt. Egal, schießen wir da drauf. Scheiße, wir treffen nicht genug. Ach, leck mich doch. Hä? Geht doch. Ey, Mann, ich hab gedacht, das blendet die. Wo? Ich bin gleich tot. Boah, echt, Mann. Anstatt, dass sie es blendet, stört die es gar nicht und ich werde durch nur geblendet. Also nicht geblendet, aber durch den Raum müssten die doch eigentlich gestört sein. Könnten wir ihn nicht so gut sehen. Dabei sehe ich sie nicht und sie sehen mich. Geil, gell? Oh, Musik. Cool. Und ein Goldklumpen. Goldklumpen. Hallo. 13 von 100. 100. Ne, ne, 300 war das. Verdammt, 300. Das ist Gold. Nein, das ist Souflaki. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Wow. Das. Mann am Boden. Boah. Ey Mann, ich gehe zu der Seite. Bam, komm, Gegner. Ich gehe zu der Seite, komm, Gegner. Ich gehe eine Nanosekunde aus der Deckung raus. Komm, Mann, Gegner. Ist er tot? Hey, da.
Telefoniert hier jemand? Soll ich rangehen? Ich kann gut mit Menschen umgehen. Ihr seid scheiße, ihr seid scheiße. Ja, da telefoniert echt jemand. Egal, kein Bock auf Telefone. Bitte, bitte kommt da nicht jetzt noch an. Ich hab keinen Bock. Hier ist nichts. Boah, ich könnte dieser Thompson-Munition gebrauchen. Für ein Heini braucht man immer fast die ganze Thompson-Munition auf. Also zumindest ein Magazin. Voll schlimm. Es wäre nicht schlimm, wenn da hier alle 2 Sekunden Munitionskiste wäre, wo ich voll hätte, aber ich bekomme auch durch eine Munitionskiste so 10 Schuss vielleicht. Okay. Okay. Ich nehme mal... Oh, ich hab gedacht, da macht jetzt jemand die Tür auf. Oh. Okay. Ich versuche jetzt hier wieder mal ein bisschen stealthy vorzugehen und die mit der Warlord hier ein bisschen zu ärgern. Und die leise auszuschalten. Ah, hier hat jemand wahrscheinlich die Tür aufgemacht. Bomber kommen aus dem Norden. Richtet alle Waffen neu aus. Bomber? Bomber? Mann am Boden. What the fuck is it? Ich hab gedacht, ey Mann, wenn die alle auch so dunkle Anzüge haben und dann eine dunkle Wand ist, dann erkennt man diesen Scheiß einfach nicht. Oh, wisst ihr was? Wisst ihr was? Keinen Bock mehr. Das kotzt mich an. Ich mein, so unbegründet sterbe ich. Ey, du bist doch scheiße. Ja, ist doch nur einer, stört doch keinen. Sichert das Gebiet! Nein, tut das nicht! Och, kotzt mich doch an. Oh, fuck. Er ist hier irgendwo. Fuck. Kommt. Geh doch in die Deckung! Ey, das Deckungssystem ist für Müll. Man geht in Deckung, dann will man wieder zurück in die Deckung gehen und dann steht da, bleibt einfach vorne stehen. Boah, ich hab keine Munition mehr. Nein. Ich glaube, die Mission ist bald zu Ende. Sonst habe ich ein Problem. Ach, egal, ich laufe jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr leise zu sein. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Nee, das werden wir schon hinkriegen. Ziel erreicht. Yes, Ziel erreicht. Ich bin gut. Was ist das? Was das hier? Ich will es benutzen. Nein! Nein! Geh rein! Oh, du bist so ein Depp! Oh! Scheiße! Macht er die Kackgranate. Ey, geil, ist auch noch gut meine Granate verschwendet. Oh, Jesus Christ! Es geht immer noch höher. Oh, Zeppelin! Ich mag Zeppelin. Oh mein Gott, ich meine hier richtig Luftkampf. Sieht gut aus, aber. Also nicht gut an sich, gut, sondern gut, wie das es gut aussieht, so gut gemacht. Boah! Ich habe gedacht, die bedrohliche Musik ist weg und das sind keine Gegner mehr. Wo ist der drüben? Ey Mann, von allen Seiten sehen sie mich. Okay. Boah! Pisser! Hast du davon? Ich meine, ich will mal wieder eine coole Killcam sehen. Boah, schön. Hört jetzt, die bedrohliche Musik ist weg. Dann denke ich, alles ist gut. Und dabei ballern die einfach weiter. Und dann treffe ich nicht mal. Hä? Ey, ja, triff mich natürlich. Hast du davon? Ja, ich bin hier. Ich schieße hier die ganze Zeit. Werde abgeschossen.
Wie trifft er mich? Oh, und er wirft eine, eben eine Granate, wirft eine Granate! Ey, Mann! Ach, Mann. Ich bin weggelaufen. Ah. Das Spiel deprimiert mich. Kann ich mich nicht an so ein fettes Geschütz dran stellen und alle da oben weghauen? Das ist viel leichter, viel schöner. Hä? Wir haben ihn jetzt schon wieder gesehen. Ach. Drecksniper hier. Ich bin hier der einzige echte Sniper. Ihr Pissnelken. Was? Das war dein Teamkollege. Der mochte, die hatten Streit um irgendjemanden und dann haben sie sich selbst gefunden. Und wer sieht mich hier? Boah, da ist ja noch einer. Ja, aber erst musst du rauskommen. Boah. Echt. Wo gammelt der sich jetzt hin? Ja, ich bin hier. Wenn ihr auch intelligent wärt, würdet ihr auch hören, woher ich komme. Gut, jetzt weiß es jeder. Weltrekord! Nein! 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 Oh, Scheiße! Da! Da! Boah! Ey! Ich weiß nicht, ob hier noch Gegner sind oder nicht Gegner. Okay. Warten wir. Ah, ja, da ist einer. Ist wieder unser Freund, der sich immer hinter den Kästen versteckt. Ja, ich bin hier. Ich schieße die ganze Zeit, weißt du? Wow. Verdammt. Hier sind noch welche. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, ich muss jetzt eine andere Waffe nehmen. Verdammt, wo ist ein toter Gegner, toter Gegner. Oh ja. Ja geil, 4 Schuss. Are you kidding me? Dann nehme ich ja meine Thompson, aber ich auch 9 Schuss. Okay, aber das sollte jetzt gewesen sein, zumindest fürs Erste. Muss ich hin? Nee. Toll. Oh, nicht mal Munition. Ich meine, wir sind Sniper, uns wird nichts geschenkt. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft. Wir sind die, die immer ganz am Hintern von einer Karte sind. Und dort immer warten, bis irgendein Vorteil für uns ist. Und für solche Leute gibt es keine Geschenke. Na, ich schleich lieber. Weil ich weiß es, dass da unten noch Gegner sind. Ich weiß es einfach. Obwohl, es ist so ein geiler Campingplatz hier. Okay. Wir müssen jetzt wahrscheinlich Müller weghauen. Kein Problem. Beseitige Müller. Das ist nicht Müller gewesen. Scheiße. Scheiße,
Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Bist du Müller? Expertenschaft ist okay, das war Müller. Hier reicht. Oh geil. Wow! Kacke! Verdammt mich. Und schlimm ist, ich muss das jetzt alles mit meinem Snipergewehr machen, da ich keine Thompson-Munition mehr habe. Na geiler, 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 geil. Oh, okay, ich glaube, es hat sich gestört, dass ich Müller getötet habe. Misser zumindest. Aber der war schon schön. Also, der erste Kill war zwar der Kuss, aber der bei Müller war auch schön. Bitte sind hier keine, bitte sind hier keine, bitte sind hier keine, bitte sind hier keine. Ja, ich bin hier! Und du pisst dich! Wow! Ey, schön! Der hat mir gefallen gerade. Das sollte sie ein bisschen ablenken. Und ich sollte das ein bisschen ruhiger machen, das hier. Okay. Was habe ich euch angetan? Dass ihr mich alle so beleidigen müsst. Komm. Was müsst ihr mich finden? Ihr wisst doch alle, wo ich bin. Da, weg da. Sind hier noch welche? Ja, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich jetzt sterbe. Thompson. Boah, ich brauche Thompson-Munition. Oh, ich habe ja wieder ein bisschen Thompson-Munition bekommen, fällt mir gerade auf. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist nicht gut, das laggt. Ich mag keinen Frame-Drops. Warum kann ich mich nicht an das scheiß Geschütz stellen? Jetzt machen wir... Komm! Ey, ich sterbe jetzt noch, oder was? Ey, komm! Ich weiß nicht, wie man vom Geschütz wieder weggeht! Ah! Das war knapp. Geh down! Oh, ich weiß keine Zeit mehr für schöne Kills. Oh nein, oh nein, oh nein. Kackdorf, Kackdorf, lauf, 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 warum läufst du nicht? Oh! Geschafft! Puh, das war knapp. Okay, das lief ja richtig gut. Mission erfolgreich. Punkte 27.970. Höchste Punkte für Schuss 35.080. Längster Schuss 288. Boah. Eine Weinflasche haben wir bekommen. 1 von 10 Gold haben wir bekommen. Punkte 27.970. Versteckte Geld 6. Genauigkeit mit 10 oder 89. Oder 30, was? Ach, egal. Kostet bis Fernrohr 40. Gesamte Markete Feinde 4. Aber oh, es geht viel zu schnell. Ach, machen wir einfach weiter. Das letzte Ziel war Wolf, aber ich hatte keine Ahnung, wo er sich versteckte. Ich wusste, dass die Russen einen Sonderbefehlsposten in Ost-Berlin hatten. Vielleicht stand er mit ihnen in Kontakt. Ich packte meine Sachen und ging hinaus, folgte dem Kampflärm und dem Dröhnen des Panzerfeuers. Es war so ziemlich der gefährlichste Ort, zu dem ich gehen konnte. Aber ich brauchte Antworten und ich konnte sie nur so erhalten. Okay. Zerstören im Panzer in der Kontra... Ach, wisst ihr was? Wir müssen jetzt eher einen kleinen Cut machen und dann werden wir im nächsten Part noch den letzten von dem Wissenschaftler töten. Und war's das dann schon? Ich glaube nicht. Ich hoffe es zumindest. Mir macht das Spiel echt Spaß. Bis zum nächsten Part von Das Wissen der Elite V2. Bis dann, ciao.